Okay. Wo sind wir? Wir sind hier. Alles gut. Wir gehen müssen also wieder hier rein. Hier rein. Geh jetzt da rein. Geh da rein. Vielen Dank. Dann war ja hier nicht so... Ach genau, wir wollten hier runter. Der Weg ist schon gepflastert mit Leichen. Oder mit Kadavern eher. Ich bin jetzt schon wieder an 40% eines Levels aufgestiegen. Interessant. Level 46, ne? Vielleicht kommen wir noch auf 50. Glaube ich zwar eher nicht, aber wer weiß. Wenn es genauso weitergeht, dann kann das durchaus sein. Kommen wir hier hinten eigentlich lang? Nee. Hallo, nur für Durchreise. Lass dich nicht stören. Du bist schön, dass wir durch deine Barriere durchlaufen können, ohne dass es ein Problem gibt. So, wo sind wir hier? Ach, hier war schon mal ein Palast. Okay, hier gab es hier einen Transporter und da Transporter. Ich würde ganz gerne, bevor wir in den Palast gehen, tatsächlich erst in den nächsten Transporter gehen. Ja, das mache ich. Wahrscheinlich ist alles ganz falsch und ganz schlimm, aber egal. Vielleicht treffen wir ja noch jemanden wie den Fluch von Kree. Dunkler Held. Da ihr hier so rumläuft, halte ich euch wahrscheinlich eher für Gegner. Tatsächlich. Was ist das denn für einer? Knüppler. Er hält schon ein bisschen mehr aus. Wovor er dann trotzdem stirbt. Da ist noch einer. Ja, eigentlich kein großes Problem. Haben die irgendwas dabei gehabt? Nein, hat der Knüppler irgendwas dabei gehabt? Ein Knüppel? Ein Ring. Ring der Leere. Ja, nehme ich mal mit. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Und geh mal hier rein. Ist schon eingefriedet hier in irgendwelche zackigen Rohre, Alter. Ihr macht die Sache aber auch nicht gerade einfacher hier, oder? Ja. Nehmen wir mal den da. Mhm. Nehmen wir den nochmal. Oder Ring der Leere habe ich jetzt mitgenommen, oder? Ja, Ring der Leere habe ich dabei. Aber gespeichert. Ich will mal wissen, ob es hier noch weitere Ausgänge gibt als... Oder ob jetzt alle sozusagen ihn zum Hauptausgang führen. Und das ist der Hauptausgang. Dann mal dahin. Ich gucke mir noch zwei an, sag ich mal. Nö, die finde ich als Hauptausgang. Okay. Gut, egal. Gehen wir jetzt erstmal direkt in den Palast rein. Genug umhergewatschelt. Redet ihr mit mir? Ja. Ihr habt nichts zu suchen, verschwindet auf der Stelle. Die Strafe ungehorsam lautet Tod. Was ist denn das für ein Ort? Ich habe gesagt, dass ihr verschwinden sollt. Noch einmal werde ich euch nicht warnen. Ich euch auch nicht. Dreht zur Seite oder ihr tragt die Konsequenzen. Pff, lächerlich, ey. Noch mehr von euch. Sturmsoldaten. Tote Sturmsoldaten. Das Piraten sind alle aggressiv. Wahrscheinlich. Noch einer. Ja, gar kein Problem. So. Wir können den Kampf übrigens abbrechen. Alles gut. Haben wir was dabei? Schattenkrieger? Nee. Hallo, Freunde. Jetzt noch ein bisschen Leben verloren. Guck ich das mal an. Hier ist eine Truhe. Da will ich mal reingucken. Mal kurz gespeichert. Und vielleicht nochmal sich ein bisschen Heilkram genommen. So. Arkane Truhe verschlossen. Hm, eingeklemmt, das ist ja dumm. Und wenn ich dieses mache, kann ich geöffnet werden, aber mit Aggressivität bestimmt. Wie war das? Alt? Waffen beschädigt, aber das Ding ist kaputt. Wunderbar. Abfallhaufen. Ein Smaragdring und ein Rubinring. Ist doch schön. Hätte vielleicht vorher mal übrigens mal alles reparieren sollen, fällt mir gerade mal so ein. Aber gut, ich habe wahrscheinlich auch nicht die besten Waffen mitgenommen. Aber egal, ich komme gerade ganz gut klar. Noch eine verschlossene Truhe wahrscheinlich. Eine weitere arkane Truhe, die ich vermutlich auch nicht knacken kann. Ich probiere es natürlich trotzdem aus. Nein, 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 nein. Bisschen eingeklemmt ist wahrscheinlich. So, eingeklemmt, wunderbar. Angriff. Alles gut. Aufhören mit Angriff und... geht noch woanders hin. Ich will mal kurz hier Befehl wurde ausgeführt. Und das gleiche nochmal. Wie eben schon. Nehme ich mit. Vielleicht kann ich ja noch was verkaufen. Und wir haben immer noch reichlich Kugel. Das gefällt mir sehr. Speichern.
Guck mal, eine kleine Karawane. Ein Blutgeist, drei Blutgeister. Ja, dann... Darf ich auch schießen? Dankeschön. Warte mal, wenn er jetzt hier rumkommt. Ja, ist auch dieser Blutgeist-Geschichte. Wunderbar. Aufhören zu kämpfen. Da ist nichts Interessantes dabei. Da ist irgendeine Art Teleporter. Hier sind zwei Blutgeister. Okay. Warte mal, ich speichere mal. Ich weiß nicht, ob ich hier durchgehen darf. Drei Blutgeister sogar. Ja, lief schon ganz gut. Jetzt gehen wir trotzdem da durch. Aha, das ist also jetzt der Teleport hier zwischen. Also vom rein kämpferischen komme ich mit einer Gruppe ganz gut klar. Aha, aber ein bisschen anderes Bild, wie schön. Gespeichert natürlich. Das ist der einzige Gang, der uns hier durchführt, ist dieser hier. Also müssen wir hier durch, wahrscheinlich die beiden Herrschaften hier bekämpfen. Die relativ schnell hinfallen. Aufhören zu kämpfen. Was ist denn das hier? Warte mal, speichern. Sieht aus wie ein vorsintflutiges Stargate. Ha. Diese Flammen leuchten etwas seltsam. Hier kommt man durch, okay. Hier kann man bestimmt irgendwas mitnehmen, genau. Verschlossener, schau mal an. Speichern, was für eine Stärke hast du? 100. Ja. Klappt wieder hervorragend, in dem Fall. Kaputt. Vielen Dank. Meine Frage, also was eine ganz kurze Frage, wie sehen eure Waffen überhaupt aus? Nicht, dass es irgendwie, dass ich alles total kaputt kloppe. 115, das ist okay. 12 von 80, das könnte sich irgendwann als Problem herausstellen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht mehr so lange halten, okay. Dann hast du ein normales Schwert mit wie viel? 80 von 80, okay. So. Sock, der hat ein gutes Schwert. Hat ein sehr gutes Schwert mit 115 sogar noch. Und du mit deinem Stäbchen, 70 von 80. Hast du noch ein Schwert dabei? Nein. Ja, du hast noch ein Schwert dabei. Das können wir schon mal vorsorglich Varumon geben, wenn er sein Schwert kaputt gekloppt hat. So, speichern. Vielleicht finden wir da irgendwas Gutes hier drin. Oh Leute, kann da irgendwas nicht verschlossen sein? Wir sind hier ja leere. Wer soll das schon klauen? Aber ganz ehrlich, hier ist es wahrscheinlich so, dass man nur als sehr guter Dieb irgendwie das knacken kann. Einmal das. Und einmal das. Vielen Dank. Geht woanders hin. Euer Befehl wurde ausgeführt. Siehe. Wir haben toll getragene Schuhe. Oh, das ist gut. Ein Stück Kohle. Spulen mit dickem Draht. Die habe ich damals schon gehabt. Morgenstern-Parfüm und Schwefelpillen. Die habe ich schon mal gehabt. Die Spulen mit dickem Draht. Das war mal im Arcanum. Oder in Arcanum in Tarant, glaube ich sogar. Und letztendlich habe ich die in meine Truhe gepackt und sie war eigentlich insgesamt völlig sinnlos. Egal. Ja, völlig überraschend, deswegen. Sind das hier so eine Art Mülleimer oder was? Tatsächlich. Im Prinzip sind das nicht mehr als Mülleimer. Ein großes Rohr. Ach, nehme ich nicht mit. Das ist Quatsch. Ja, ich kann kurz die Munition herstellen, die ich durch die Kohle jetzt bekomme. Nee, kann ich nicht, weil das Sprengstofflehrbuch irgendjemand anderes hat und ich habe jetzt keinen Bock, das irgendwie die ganze Zeit anzugucken. Ich will ein bisschen weiterkommen und rausfinden, wo der liebe Kerlegarn steckt. Bin gerade so schön drin. Gebastelt haben wir schon genug heute. So, wo sind denn Gegner? Hier ist unten eingefasstes Feuer. Wie groß ist das hier? Achso, ich kann es nicht angucken. Ich gehe erstmal hier unten hin. Aha. Speicher zwischendurch und gibt's hier Fallen? Ja, es gibt nur die Gegner, die sich mir nähern und dann relativ schnell umfallen. Ja, so geht's ja auch. Da können wir das Schwert gezückt lassen, ganz ehrlich. Na, warte mal doch, wir müssen erstmal die Tür durch hier gehen, bevor wir hier alles kaputt kloppen. Und können uns von hinten nähern, dem lieben Knüppler, Level 30, und dem anderen Knüppler, Level 30, und wahrscheinlich sind das vier Knüppler einfach. Okay. Oh, guck mal an.
Zwergenstadtbewohner. Oh! Ist hier der Schwarzberg-Clan? Das wäre ja ärgerlich. Kommen wir hier rein? Unverschlossen. Ich möchte ungern auf der ersten Position stehen. So, zwei sind schon tot. Ja, wunderbar. So kann man jemanden richtig gut wehtun. Das ist absolut richtig. Wir hören auf zu kämpfen, zu schlagen und zu malträtieren und gehen wir mal hier durch. Okay. Kamen wir von hier rein? Ne, wir kamen von da oben rein. Ich würde ganz gerne da oben mal rein, in die Zwergenquartiere. Das heißt, wir müssen erstmal den langen Weg wählen. Na, super. Aber warum musste man dann hier die vier Knüppler besiegen? Achso, um den Teleporter zu erreichen. Ah, okay. Und der Teleporter wird mich wahrscheinlich woanders hinführen. Ich verstehe. Hätten wir sie doch erst nach links gehen sollen, aber es ist eigentlich kein großes Problem. Gehen wir jetzt erstmal nach unten. Nach unten. Immer schön nach unten und dann wieder nach oben. Ja. Ich fühle mich gerade übrigens ein bisschen wie in Septerra Core, letzte Abschnitte, so ein bisschen. Ja, und hier bin ich schon ganz gut. Speichern. Ich werde den findigen Nekromant, könnte die wiederbeleben und mit denen sprechen. Ich kann ja nicht schlafen, ist okay. Zwergenstadtbewohner. Logischerweise nichts zu finden. Ganz viele nackte Zwerge, nackte und tot vor allem. Hier geht's auch nochmal weiter. Ganz viele große Schlafsäle mit toten Zwergen, okay. Verdammte Knüppler, ihr seid da dran schuld. Da lebt jemand. Hier, aufhören. Speichern. Husten. Und, ja, ist egal. Hier reingehen. Zwergentechnologe, verschlossen. Hallo. Rede mit uns. Ach, das sind die letzten Lebenden, oder was? Wie können wir das irgendwie öffnen? Wir befreien euch mit Gewalt. Sehr gut. Hören auf, wir sind nicht aggressiv. Jemand von der anderen Seite ist gekommen. Wer seid ihr? Ich bin Grenja Silberhammer. Sagt mir, hat Stenna euch erreicht? Ja, aber er starb, bevor er mir sagen konnte, was los war. Stenna, er lässt einen Augenblick den Kopf hängen. Wie ist er gestorben? Er kam bei einem schrecklichen Zeppelinabsturz ums Leben. Ein Zeppelin, was ist das? Ein Luftschiff, ein Schiff, das fliegt, weil man es unter den großen Ballon gebunden hat. Was? Von sowas habe ich noch nie gehört. Wie ist das möglich? Die Welt hat sich sehr verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Was zweifelsohne am Genie der Zwerge und deren technologischen Fortschritten liegt? Ja, ihr habt recht. Letztendlich stimmt das auch, oder? Nach Bates Maschine begannen die Menschen weitere Maschinen zu entwickeln. Ach komm, wir bleiben dabei bei der Wahrheit. Unsere Narrheit holt uns also wieder ein. Wenn wir doch nur die Ideen dieses Jungen gezügelt hätten, was wäre dann wohl jetzt gewesen? Tja, aber das ist jetzt wohl unser ohne Belang. Falls wir diesen Fehler nicht begangen hätten, den die Dunkelelfen schließlich ausnutzen, dann hätte es ein anderer Clan getan. Ja, könnt ihr mir erzählen, was passiert ist? Die Dunkelelfen haben auf den Lauer gelegen, sie suchten eine Möglichkeit, einige Zwerge auf diese Seite zu bringen. Sie wussten zwar, dass die Technologie, die Schutzzauber immer noch immer... Was? Dass die Technologie Schutzzauber immer mehr schwächen würde wahrscheinlich, aber sie wollten diesen Prozess beschleunigen. Sie brauchten eine Maschine, die den Riss wieder öffnen würde, indem sie die ohnehin schon geschwächten Schutzzauber störte. Ein Elf könnte keine Maschine bauen, selbst wenn sein Leben davon abhänge wahrscheinlich. Und dann baute Bates eine Dampfmaschine. Genau, irgendwie konnten sie König Lockeherr davon überzeugen, uns zu verbannen. Wir waren schockiert, um es mal milder auszudrücken. Aber unser König hatte gesprochen. Uns wurde gesagt, der Ort unserer Verbannung sei die Insel der Verzweiflung. Aber geendet sind wir schließlich hier. Wir können nur vermuten, dass sie unser König nichts von ihren wahren Absichten ahnte. Das glaube ich auch nicht. Eigentlich muss man sagen, das glaube ich auch, dass er nichts davon ahnte. Kaum waren wir hier angekommen, als man auch schon gnadenlos auf uns einschlug und uns in Ketten legte. Während unsere Arbeit an den Tor voranschritt, ersann Stenna einen Plan. Sobald das Tor funktionstüchtig war, würde er hindurchgehen und versuchen, die andere Seite zu warnen. Wir wussten, dass man seine Abwesenheit bemerken und versuchen würde, ihn aufzuhalten. Bitte fahrt fort. Er begann Vorbereitungen zu treffen, um sich als Gnom zu verkleiden zu können. Er hungerte sich regelrecht krank und als das Tor fast fertig war, da rasierte er sich sogar seinen Bart ab. Er glaubte, dass die Verantwortung für alles, was uns widerfahren war, bei ihm läge und er wollte alles tun, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Sogar das.
was geschah, nachdem er durch das Tor gegangen war? Sie folterten einige aus... Oh, Moment, ich muss kurz diesen kleinen Moment. Oh mein Gott. Entschuldigung. Sie folterten einige aus dem Clan, damit sie seine Pläne verrieten, aber wir gaben nicht nach. Wir wussten, sie brauchten uns, um das Tor fertigzustellen und hihi, wir hatten das Tor schon seit Monaten auf die eine oder andere Weise blockiert. Sie dagegen wussten nur, dass wir nur noch Monate brauchen würden, um dieses Ding fertigzustellen. Obwohl wir schon vor Monaten hätten fertig sein können. Ja, und dann? Sie brachten den halben Clan um, in einem letzten verzweifelten Versuch, uns zu reden zu bringen, aber wir gaben noch immer nicht nach. Und jetzt sind wir die einzigen, die von unserem einst so großen Clan noch übrig sind. Das ist bedauerlich. Ich komme wieder, um euch zu befreien, wenn ich die Verantwortlichen getötet habe. Alter Schwede, Level 1 alle. Ist hier irgendwas, was mir helfen könnte? Nicht, was ich irgendwas klauen würde, aber... Okay. Hier drüben war auch noch irgendwie so ein komischer... Verpackte Komponenten, okay. Gut, eine weitere Arkane-Truhe. Ich öffne wahrscheinlich nur die Arkane-Truhe verschlossen. Ja, komm, machen wir einmal. Sehr schön. Ist aber auch schön, dass immer du zuerst hingehst. Lieber Artorian Kerl, du bist es. Okay, dann ist okay. Ich dachte, du wärst Varomon kurz. Ich kann es öffnen. Ein nicht infiziertes Schwert. Ein neues für Varomon wahrscheinlich. Ein weiteres nicht infiziertes Schwert. Smaragd, Saphir und ein bisschen Geld. Vielen Dank. Willst du das kurz halten? Alter, du bist gefälligst weiter mit deinem verdammten Familienerbstück kämpfen. Genau. Dann kann Varumon das Ding haben. Alles gut. Und die Komponenten lasse ich mal sein, wie sie halt sind. Und dann gehe ich mal noch ein bisschen weiter. Hier oben war noch irgendwas. Wo war das? Hier ist ein Transporter. Ach, hier kam ich daher. Das war vielleicht dämlich. Dann gehen wir mal kurz wieder hier wieder runter. Und begeben uns letztendlich wieder zu dem Transporter, der letztendlich hier ist. Müssen wir ein kleines Stückchen gehen, weil da waren wir eben schon. Haben da auch ein paar Blutgeister oder irgendwelche anderen komischen Viecher getötet. Kann man die noch sehen? Berserker haben wir getötet, auch in Ordnung. Haben die irgendwas dabei? Nein. Und da haben wir auch ein paar Knüppler getötet. 4 Stück in der Zahl. Das war kein großes Problem gewesen. Die... Wurden relativ schnell weggeknüppelt. Hahaha. Ein unglaublich tolle Lache und ein unglaublich toller Witz. Komm, 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 komm. Bin ja nicht verschlossen. Wunderbar. Und vielleicht treffen wir bald schon auf Kergan. F7. Seid gegrüßt. Lange habe ich auf eure Ankunft gewartet. Und endlich ist dieser Augenblick gekommen. Ich bin Kergan. Der erste der Nekromanten, Reisender im Land der Toten. Ich verstehe. Nicht gerade die Person, die ich eigentlich erwartet habe. Das glaube ich nicht, obwohl ich weiß, dass ihr bereits mit Aronax gesprochen habt und daher wahrscheinlich meine Geschichte bereits zu großen Teilen kennt. Sagt mir, was haltet ihr von dem, was sich da ereignet hat? Ich glaube, dass ihr verrückt seid. Ich bin gekommen, euch ein Ende zu bereiten. Nein, ich finde, das gehört zum guten Ton, dass man erstmal nicht sagt, dass er verrückt ist, sondern erstmal seine ganze Geschichte anhört und am Ende versucht, ihn zu töten. Das gehört zum Gespräch mit jedem Endgegner, wenn das Endgegner sein soll hier. Übrigens ein sehr geiles Ambiente mit diesen Flügeln hier, richtig gut. Ich muss gestehen, dass ich ziemlich bestürzt war. Erzählt mir eure Version der Geschichte. Das ist nicht schlecht. Ich möchte mich wirklich nicht aufdrängen, aber könnt ihr mir wohl sagen, was hier vor sich geht? Oh, das ist gut. Oder? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber eins weiß ich. Ich bin nicht davon begeistert. Erstmal eure Version der Geschichte. Mein Leben in der Welt, die ihr Arcanum nennt, scheint so weit entfernt. Die Erinnerungen sind verschwommen wie die eines kleinen Kindes. Und ein Kind war ich damals, erforschte die dunkle Magie und erhaschte einen Blick auf Wahrheiten, die noch kommen würden. Der Rat, hatte er recht in Bezug auf die Magie? Seht euch doch an. Ja, seht mich an. Und was seht ihr? Ein Monster? Ein abscheuliches Wesen? Ihr habt keine Ahnung davon, was ich entdeckt habe. Ihr seht mit Augen, die durch das Leben verschleiert sind und durch all das, was dieser verfluchte Zustand verkörpert. Meine Vision ist klar wegen dieser Magie, die ihr so verachtet. Und der Rat... Ihm habe ich all das zu verdanken. Aber er hat euch bestraft. Warum sollt ihr ihm danken?
In eurer Welt, eurem Arcanum, war ich mächtig. Vielleicht der mächtigste menschliche Magier, den es je gegeben hat. Aber was bedeutet Menschen? Verflucht durch die Kürze unseres Lebens, unsere Vergänglichkeit. Schon Macht? Was kann man in diesem kurzen Aufflackern, das sich Leben nennt, schon lernen? Nichts. Aber hier, in diesem sogenannten Gefängnis, gibt es keine Grenzen. Es gibt kein Ende. Ich verstehe nicht ganz. Doch, ich verstehe schon. Er kann hier alles lernen. Und zwar ewig dafür Zeit nehmen. An diesem Ort, in dieser Leere, gibt es keine Zeit, wie ihr sie kennt. Ich bin hier seit mehr als 2000 Jahren eurer Zeitrechnung. Und doch bin ich nicht einen Deut gealtert. Ich fühle mich genau wie zu dem Zeitpunkt, als sie mich hierher schickten. Oder als mich die Dunkelelfen das erste Mal anriefen. Versteht ihr jetzt? Hier kann ich alles tun, was ich auch in eurer Welt getan habe. Aber ich bin nicht durch die Fesseln der Sterblichkeit gebunden, mit denen uns die Zeit bindet. Aber die Dunkelelfen dachten, dass ich ein Aronax wandte. Ja, ich weiß. Ist das nicht reinste Ironie? Ich war es, der ihre kläglichen und jämmerlichen Schreie hörte. Ich, Kergan, der ihren Herrn und Meister besiegte und ihn in Ketten legen ließ. Kergan, der sie so manipulierte, bis sie zu den Panari wurden und die Schutzzauber schwächten. Kergan, der sie dazu benutzte, um die Zwerge des Schwarzberg-Clans herzuschicken, die jetzt die Brücke zurück nach Arcanum fertiggestellt haben. Aber warum denn? Wenn es euch hier so gefällt, dann lasst uns doch einfach in Frieden. Ich wünschte wirklich, ich könnte es. Meine Gründe für eine Rückkehr sind nicht die, die ihr meint. Ich strebe nicht nach Macht oder Herrschaft, wie euer Begleiter Aronax es tat. Das sind Bestrebungen, denen ich zum Opfer gefallen bin. Nein, das ist die Motivation der Lebenden und ich zähle mich nicht länger dazu. Aber was dann? Was wünscht ihr? Wenn ich euch nur die Orte zeigen könnte, die ich gesehen habe, würdet ihr vielleicht verstehen, wovon ich spreche. Ich bin in den unwirtlichen Landen gewesen, in denen Seelen jener umherziehen, die zwar das Land der Lebenden noch erblicken, aber den Mantel des Todes tragen. Blind für ihr eigenes Ende klagen sie, gehen durch die Körper der anderen wie Schatten im sterbenden Licht des Tages. Ich bin gewesen, wo die Seelen in Qualen verrotten, durchbohrt von den scharfen Splittern des Lebens und der Visionen, an Erinnerungen hängend und bar jeden Fleisches. Ich sah, dass sie sich dieses Gefängnis selbst bereitet hatten und dass der Schlüssel in Unwissenheit lag im Loslassen. Und immer noch reiste ich weiter. Und schließlich kam ich an den Ort, an dem die Seelen sich zum Sterben niederlegen, wo die verwelkten und ausgemergelten Geister in ein endloses Meer aus grauem, spiegelndem Glas stürzen. Und ich ließ mich zu ihnen hinunter, lag dort zwischen ihnen, und fast wäre ich nicht mehr zurückgekehrt. Und wisst ihr, was ich dort fand? Dort zwischen den stillen und böse zugerichteten Hüllen ohne Zahl. Frieden, Erleuchtung, Wahrheit. Dort endlich erkannte ich, dass dieser Ort, dieses Leben, ein schreckliches Gräuel, eine Verdrehung der natürlichen Ordnung ist. Dieses Leben, das Schmerzen, Angst und Neid gebiert. Diese Zerrbilder von Kindern, die nur existieren, weil wir hier sind, um sie zu füttern, zu nähren. Dieses Leben, ein Nachgedanke, eine Störung, kaum mehr als eine Kräuselung in diesem großen, toten Meer. Es ist nicht einmal die Ursache, sondern nur ein Effekt, der diese Seelen nach oben schickt, wo sie seit dem Tage, an dem sie aus diesem Gewässer gerissen werden, ohne Unterlass nach Erlösung schreien. Der Effekt wovon? Ich weiß es nicht. Und es kümmert mich auch nicht. Habt ihr jemals mit den Toten gesprochen? Habt ihr sie von dieser Seite aus angerufen, aus ihrer stillen Ruhe geweckt? Wisst ihr, was sie fühlen?
Schmerzen. Schmerzen, wenn sie in dieses Erwachen gerissen werden, in diese Mahnung an das Chaos, dem sie entkommen waren. Schmerz, darüber leben zu müssen. Es gibt keine Schmerzen mehr. Es gibt kein Chaos mehr. Ich sehe eure Seele. Sie schreit, ist zerfetzt und verbraucht. Spürt ihr, wie sie zieht? Hört ihr, wie sie klagt? Es steht in meiner Macht, diese Wasser zu beruhigen. Und genau das werde ich tun. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass Arcano mal irgendwann so düster werden würde. Wenn ich es richtig verstanden habe, möchte er einfach praktisch sämtliches Leben auslöschen, um sie, um die Seelen zu beruhigen und zu befreien. Okay, so kann man es natürlich auch sehen, nehme ich an. Wartet! Seid ihr taub für die Bedeutung dieser Worte? Erlösung für alle. Kein Leben mehr. Ich hab das schon begriffen, danke. Meine Gefährten, die grauen Legionen, sie werden endlich aus ihren höllischen Gefängnissen befreit. Ihre Seelen endlich getrennt von ihren sterblichen Hüllen. Nein, Thorian-Kerl, das ist nicht der richtige Weg. Das ist der einzige Weg. Wir müssen dafür sorgen, dass Kergan dieses Wunder weiterwirkt. Ich hoffe, ihr entscheidet euch, nicht gegen ihn zu opponieren. Ich stehe zu meinem Schwur. Aber ich stehe auch zu Kergan, wenn ihr gegen ihn kämpfen müsst. Vergebt mir, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Trefft die richtige Wahl. Trefft die richtige Wahl. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er sich nochmal irgendwie gegen uns wenden würde. Was wird sich zeigen? Thorian-Kerl jetzt zu Kergan? Oder das werde ich. Dann werde ich mich gegen euch stellen, Thorian-Kerl jetzt zu Kergan. Wo ist der Unterschied? Wieder, ich greife mich jetzt sofort an. Ich möchte, also vielleicht entscheidet er sich doch noch dazu, uns nicht anzugreifen. Ich hoffe es nicht. Ich kann diese Gräuel, die dieses Ding, dieses Leben mit sich bringt, nicht mehr länger ertragen. Es soll Frieden sein, es soll Ruhe herrschen. Das Leben wird nicht länger sein. Und deshalb gehe ich nach Arcanum, um ein Ende zu machen. Und dann werde ich mich mit den Seelen der Toten vereinen, wenn es getan ist. Aber vielleicht kann ich euch noch im Gegenteil überzeugen, vielleicht irrt ihr euch. Bin ich das? Das hängt von eurem Standpunkt ab. Nehmt zum Beispiel einmal euch. Von Anbeginn eures Abenteuers an hat man euch gesagt, dass ihr die zweite Wiedergeburt Nasrudin seid, die Rückkehr des Lebendigen. Glaubt ihr etwa daran? Nein, ich denke, das ist nur ein Haufen Blödsinn, oder natürlich, und ich plane auch alles zu erfüllen, oder es ist auch nicht besonders wichtig, auf jeden Fall werdet ihr sterben, oder ich glaube zwar an so ziemlich alles, aber hier würde ich sagen, nein. Das sage ich mal ja. Es gibt keine Prophezeiungen. Es liegt nur in der Natur aller lebenden Wesen, ihre Existenz nach einem berechenbaren Muster auszurichten und zu versuchen, Kontrolle über das Chaos zu erringen, das sie umgibt. Das Leben selbst allerdings lässt dies nicht zu. Leben ist ein Unfall, das Ergebnis eines zufälligen Ereignisses. Folglich kann dessen Natur nicht anders geartet sein. Das ist eure Meinung, könnt ihr das beweisen? Es gibt Leute, die all das sehen, was euch widerfahren ist, dann euch betrachten und einen Verrückten nennen, weil ihr nicht an die Prophezeiung glaubt. Eure Meinung gründet sich darauf, was ihr gesehen habt, was ihr wisst. Mein Verständnis der Natur von Leben und Tod ist nicht anders. Das mag sein, aber meine Meinung ist keine Bedrohung für die gesamte Schöpfung. Das beunruhigt euch nur deshalb, weil ihr eure Schöpfung als die natürliche Ordnung aller Dinge seht. Ich habe euch erklärt, dass das nur die Auswirkungen einer Einmischung sind, die unzusammenhängenden Kritzeleien eines Kindes. Es sollte eigentlich gar nicht passieren. Ja, aber ich
muss sagen, ich muss mich gegen die Gedanken wehren, dass man sagt, wir müssen einfach Ordnung schaffen und alle Seelen befreien, indem wir sie einfach alle töten. Es mag sein, dass du eine höhere Einsicht hast, aber ich würde ganz gerne lieber eine zweite Meinung einhören, da es keine zweite Meinung gibt in dieser Hinsicht und mit deiner Argumentation leider nicht stichhaltig genug ist. Also ich werde jetzt nicht die ganze Schöpfung aufs Spiel setzen oder Opfer einfach nur, um deine Meinung zu respektieren in dem Fall, muss ich leider sagen, dann musst du leider sterben. Ich werde euch zu diesem großen Toten Alter. Oder ich sterbe selber, je nachdem. Ich finde es ein relativ relaxter Kampf. Oh, Sock ist fast tot. Sock ist nicht mehr tot. Alles cool. Warte mal, können wir vielleicht Sock mal sowas geben? Und sowas? Und sowas. So, Torian Kell ist auch gestorben. Das tut mir leid. Sicher, das werde ich auf der Stelle tun. Könnt ihr bitte mal eure Schrift wegpacken? Sicher, das werde ich auf der Stelle tun. Wo ist Torian Kell? Perryman Smithy. Hä? Ach, der ist ohnmächtig nur, alles cool. Wo ist denn Torian Kell? Den würde ich ganz gerne nämlich looten. Da ist er. Das und möglichst viel mal anderen Kram. Und jetzt gehen wir ganz kurz mal Varumon. Weil er gerade so schön hier steht. Kann auch gleich das Schwertchen haben, wenn er will. Und das Ding kannst du auch noch haben, wenn du es tragen möchtest. Die Stühlchen. Und dann nehmen wir wieder Torian Kell. Wo immer du bist. Da ist er. Da war er gerade. Torian Kell. Der hat noch diesen Hachter und diesen Harnisch hat er noch gehabt. Stimmt. Und das Ding und die Schädel. Und das Sprengstofflehrbuch. Und einen Schild hast du noch. Kann ich ihn noch irgendwie unterbringen? Ah, der ist, glaube ich, ziemlich groß. Nehmen wir erstmal den Helm. Der Helm ist eigentlich ziemlich dumm. Den braucht kein Mensch. Hier. Kannst du aufsetzen. Können wir kurz mal jemand anderen sprechen hier, der noch was tragen könnte. Du nicht. Du kannst noch was tragen. Das Ding kannst du auch noch haben. Das Ding kannst du haben. Und den Elektroharsch kannst du haben. Den Schild kannst du auch noch haben. Und Torian Kell ist da. Dankeschön. Kannst du nochmal laufen? Kannst du nicht. Alter. Achso, wir müssen dich wieder so stark verwunden, dass du jetzt für die Maschine anwenden müssen. Kein Problem. So, haben wir das gleich nochmal. Du fällst die ganze Zeit in Ohnmacht, ist kein Problem. Halte diesen Schild. Gib mir die Maschine. Speichern. Und jetzt bin ich mal gespannt. Dank deines Rates wurde Don Trock zu einem führenden politischen Aktivisten im Kampf um die Rechte der Orks. Im Lauf der Zeit legalisierte er die Ork-Gewerkschaften, erkämpfte das Wahlrecht für alle Bürger, gleich welchen Volkes oder Geschlechts, und wurde zum Vorkämpfer wegen deiner herausragenden Rolle bei den Verhandlungen über die Bedingungen der Aufnahme Caladons in das Vereinigte Königreich und der klugen Politik von Don Trock. Wuchs der Wohlstand von Caladon und Tarant gleichermaßen. Es herrscht viele Jahre lang Friede in Arcanum. Lockheer Donnerstein kehrte nie zu seinem Volk zurück. Ein bestürzter und verwirrter Randwer wurde Anführer des Ratclans. Ohne einen starken König entzweiten sich die Zwergenclans und ein blutiger Krieg folgte. Mit der Zeit scharte Randwer genügend Anhänger um sich, um den Krieg zu beenden. Von diesem Zwist erholten sich die Zwerge jedoch nie und schotteten sich für immer von der Außenwelt ab. Weil sie vorher auch so offen waren, oder was? Das war das Ende? Nicht mal Credits am Ende?
Kann man hier irgendwie Credits sehen? Okay. Ja, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit. Ach, mitwirken. Wow. Ja, super. Wahnsinnig viel Mitwirkende. Da habe ich wenigstens die Möglichkeit, mein Resümee auf die nächste Folge zu verschieben. Ungewöhnlich gerade mal, dass ich das Resümee der Extra-Folge mache gerade. Aber es bietet sich gerade an. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu meinem Resümee zu Arcanum. Bis dann. Ciao.